Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bobs Mods. Und letztes Mal haben wir hier hinten unser was war es? Tungstenverarbeitung angeschlossen. Und so wie es aussieht, sind unsere Züge bald mal voll, sodass wir bald eine Lieferung bekommen. Der Flaschenhals hier ist effektiv, dass wir zu wenig Chlorwasserstoff haben. Aber ich hoffe, wir werden nicht allzu viel Tungsten brauchen, sodass es auf lange Sicht kein Problem sein sollte. Aber was wir in der heutigen Folge anstellen wollen, ist verschiedene Schmelzvorgänge zu optimieren. Wir haben hier auf unserer Karte ja jenste Schmelzarrays, die hauptsächlich mit den Erzfeldern verbunden sind. Aber wir haben hier am Bus haben wir zum Beispiel auch was für Carbon, und da oben, da haben wir was für Lötzinn. Und es gibt noch ein paar weitere Dinge, die günstig wären, hier in der Nähe zu haben. Nicht, dass wir das auf den Bus legen, aber wenn wir schauen, hier zum Beispiel Silikonnitrid, Tungstenkupfer, Tungstencarbon und Nitriol. All das brauchen wir zumindest in unserem Einkaufszentrum. Darum wäre es da gut, wenn wir das dann auch entsprechend in etwas größeren Mengen produzieren können. Und daher werden wir die Fabriken, die Schmelzöfen, die wir hier haben, ersetzen durch elektrische Setups, und dann werden wir auch noch die Öfen bauen, die uns da noch fehlen. Und was uns hier effektiv fehlt, wir müssen hier mal etwas Platz machen. Und wenn dann das alles ausgelaufen ist, können wir das mit den neuen Öfen ersetzen. Und vielleicht, wenn wir dabei sind, schauen wir, dass wir da auch unsere Stromversorgung etwas besser hinbekommen. Gut, hier für die brauchen wir die Metall-Schmelzöfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und da brauchen wir dann ja keine keine Kohle mehr. Aber das hier einstellen und dann machen wir einmal
Tower hier. Und dann können wir die Kleinen hier entfernen. Und das Kohleband können wir hier auch wegmachen. Brauchen wir nicht. Aber wir brauchen auch hier unten Carbon. Und das hier, das sind die chemischen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier brauchen wir das. Und dann das so. Die müssen alle lang sein. Und der Ausgang hier in der Mitte. Hier unten haben wir dann den Eingang für die Kohle. Und auch hier wieder Strom. Sehr gut. Das war das Update vom Bestehenden. Und dann können wir schauen, was brauchen wir denn zusätzlich noch. Hier zwischen der Bahnlinie und der Produktion von den grünen Fläschchen haben wir etwas Raum, wo wir ein paar Schmelzen aufbauen können. Und wie gesagt, die Schmelzen, die wir hier brauchen, die werden wir nicht wieder auf den Bus legen, sondern das packen wir dann alles in eine Anbieterkiste, sodass es für unsere Versorgung hier von unserer Einkaufsstraße zur Verfügung steht. Denn beispielsweise hier haben wir gewisse Materialien einfach behelfsmäßig hier mit dran. Und ich glaube, was uns hier dann rasch ausgeht, ist der Nachschub. Und ich denke, mit dem, was war das? Silikonnitrat, da beginnen wir erstmal. Und glücklicherweise haben wir dieses Setup hier unten schon einmal gemacht. Das heißt, das können wir einfach kopieren. Und hier hin platzieren. Und da brauchen wir dann Silikon. Das haben wir hier unten auf dem Bus. Und das geht in die andere Richtung. Das müssen wir dann am Ende korrigieren, wenn wir all das richtig gebaut haben. Ja. Und da haben wir die erste Schmelze. Stell mein Auto mal aus dem Weg. Gut. Das war das erste. Dann, was brauchen wir sonst noch? Kupfertungsten, das sollte einfach sein. Dafür brauchen wir die
die hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir hier. Und dann zweite kurz und dann brauchen wir hier einmal Kupfer und Tungstenpulver. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Tungstenpulver die kommen sowieso beide daher. Das heißt, wir müssen nur Kupfer von unten holen. Und das Tungstenpulver ist hier oben drauf. Voilà. Und dann hier eine Kiste. Gut. Dann haben wir Tungstenkarbid. Da kopieren wir doch einfach das Setup und hier brauchen wir die gelben, das gelbe Pulver, das ist der Tungstenoxid und Carbon. Carbon haben wir ja gerade erst gepimpt. Das heißt, hier sollten wir dann keine Probleme haben. Und hier brauchen wir Strom. Brauchen wir Gunmetall? Nein, wir haben keine Rezepte, wo wir das brauchen. Ingwer haben wir. Nitriol. Dann kopieren wir das Ganze einfach nochmals. Und das hier ran. Da brauchen wir Titanium und Nickel. Und beides ist wahrscheinlich recht weit unten. Das einfach mal hier rauf. Und bei den Untergrund Röhren immer schön darauf achten, dass wir hier den Anschluss nicht verpassen. Sonst wundern wir uns plötzlich irgendwann, warum dass wir nichts mehr produzieren. Ich glaube, da kommen wir langsam in die Nähe. Das dürften die zwei Bänder sein. Nickel und gut, dann machen wir doch
das mal so. Müssen wir hier noch die restlichen Schmelzen umstellen. Sehr gut. Und da haben wir eine Maschine, die wir nicht hier oben irgendwo produzieren, die uns fehlt. Und zwar die hier. Und wahrscheinlich auch die hier und die hier. Denke, davon brauchen wir nur die Variante 1. Vielleicht von den Kompressoren brauchen wir irgendwann mal schnellere. Aber für den Moment nicht. Das heißt hier das brauchen wir nicht mehr. Das haben wir jetzt ja ordentlich an den Start gebracht. Und damit können wir noch schauen, was können wir damit produzieren. Das brauchen wir für weitere höhere Produkte. Nitriol wahrscheinlich ebenso. Ja, 51 und das Carbid. Ja, da haben wir auch ein paar Verwendungen. Wäre natürlich hilfreich, hier das richtige Rezept einzugeben. Und damit hätten wir, glaube ich, all das, was wir hier erstmal brauchen. Und wenn wir unseren Bus sehen, der läuft bald ins Wasser. Wenn wir hier weitermachen wollen, dann brauchen wir etwas Landfill. Und wir haben von unserem initialen Steinfeld haben wir etwas Landfill produziert, aber ich bin mir da ziemlich sicher, dass das nicht ausreicht, um da den Bus durch das große Wasser durchzuführen. Drum denke ich, ja, hier haben wir fast eine volle Holzkiste und fast eine volle Stahlkiste. Aber ich denke, wir werden da mal zu unserem Steinfeld gehen und uns dort eine kleine Produktion aufbauen, so dass wir genügend auf Lager haben, dass wir, wenn wir es brauchen, alles haben.
Nun ja, in diesem Steinfeld ist nicht mehr allzu viel drin, aber wenn dieses Steinfeld leer ist, dann werden wir hier einen Zug anschließen, der uns Stein anliefert, sodass wir unsere ganze weitere Verarbeitung hier mit verwenden können. Wir werden brauchen 2, 3 und die brauchen recht viel an Material. Drum machen wir das so. Und dann hier gelbes Förderband. Da brauchen wir Landfill. Und das packen wir einfach mal in Kisten rein. Der Ausgang, der ist wahrscheinlich nicht okay. Wir müssen uns ein paar weitere Dinge überlegen. Uran-Ammo, Artillerie, Laserdinger. Und dann machen wir doch einfach hier weiter, was uns so in die Quere kommt. Und damit sollten wir etwas an Landfill bekommen, so dass wir hier hinten unseren Bus erweitern können. Und wir werden da dann ja wahrscheinlich auch links und rechts noch Fabriken benötigen. Das heißt, wir werden nicht nur diese Breite aufschütten, sondern wahrscheinlich etwas mehr links und rechts. Ich denke mal, dreimal die Breite vom Bus, das könnte in etwa hinkommen. Aber das werden wir nächstes Mal sehen. Und vielleicht müssen wir hier mal updaten. Nehmen wir hier gelbes Band. Denn wir wollen ja eigentlich, dass diese Maschinen konstant durchlaufen. Genügend Landfill bekommen. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sehe euch nächstes Mal wieder. Bis dann und tschüss!